So, weiter. Was ist los? Also. Pff. Warte So. mal. Let's go. Lass es doch raus. Jetzt hat man vergrault. Sag ich doch, jetzt kommt er bestimmt nachher wieder. Ja, Krieg gegen fast. Die sind scheiße. Ich sag's nochmal, dann darf man auch nicht einfach irgendwo reinjoinen und gefragt. Da fragt man vorher. So. Was haben wir hier? Überlebenskampf. Ach so, okay. Die sprechen über den Zaun Strom, geil. Vor allem, du stehst irgendwo auf dem Haus. Ich stehe oben drauf, ja. Ich auch. So, ich bin sofort wieder da. Ich denke mal, ich werde sterben in der ersten Runde. Ich muss mal auf Klo, nämlich ganz dringend. Die haben alle nur Taschenlampen, Alter. Guck dir die ganzen Hip-Hop-Bahnen hier an, sich alle verlaufen. Oh, bei euch sind auch jetzt ganz viele. Kann ich gar nicht. Komme ich gar nicht hin. Und da ist auch ein Heli. Da nur ein TV-Heli, der macht gar nichts. So, wieder da. Leben, 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 leben. Dann jetzt runter. Aber da bin ich, entweder bin ich erschossen, ich glaube, ich bin erschossen worden oder bin ich wegen den Du bist auf jeden Aktivitäten. Fall einmal gestorben. Okay, nee, dann weiß ich. Alles gut, ich war ja nur auf Klo. Aber wo, wie genau, weiß ich nicht, weil ihr wart auf einer ganz anderen Stelle als ich. Ja, ich stand irgendwo hinter einem Zaun, hinter einem Ja, Dings. aber bei allen nur Taschenlampen. Dann haben die mich wahrscheinlich mit der Taschenlampe wieder geprügelt. By the way, bei Überlebenskämpfen, das nur, dass du Bescheid wisst. Okay. Es gibt maximal 20 Wellen. Das heißt, es wird kein unendlich Ding geben. Das wussten wir tatsächlich nicht vorher. Wir hatten ja einmal die Map da in dem Hinterhof. Ja, die so ewig gedauert hat. Genau, wo man nur 10 Wellen gemacht hat, weil ich dachte, okay, das geht eh unendlich. Aber das gibt tatsächlich nur bis 20. Das war mal schnell von meinem Überlebenskampf. Schalte die Gegner aus, da ist keiner mehr. Ich sehe niemanden mehr auf der Map. Ich sehe keinen mehr. Hier ist kein Gegner mehr. Da. Und gegenüber ist eine schwere Einheit, die da dem anhängen. Ach, guck mal, übrigens, oben auf dem Wohnwagen. Da versammeln sie sich alle. Oben auf dem Wohnwagen stehen sie alle. Ja, ich sehe es schon. Hinter dir. Oh. Ich habe dir ein paar Haareien. Ich habe dir ein paar Haareien.
Immer noch wer? Stehen vielleicht wieder welche auf dem Wohnwagen? Ich muss bestimmt wieder irgendwo hinrennen, damit die mir überhaupt angezeigt werden. Die werden mir nämlich gar nicht angezeigt. Ach ja. Das ist der Generator, der so knattert. Ich habe erst gedacht, das ist einer, der schießt oder so, weißt du, aber es war nur der Generator, der so komisch. Ach ja. Ich kann dir aber leider gerade auch nicht helfen, irgendwie was sagen. Alles aber gut. Ich sehe es ja auch nicht. Alles gut, ich sehe halt auch niemanden. Wäre cool wäre, wenn man zumindest mal einen kompletten Überblick auf die Map hätte. Wofür ist das eigentlich hier? Licht. Das T, was da steht? Ja, da oben ist sind Lichter dran. Ja, super, das leuchtet auf das T. Soweit ich das sehe, leuchtet das auf dem Boden. So weit kommt das gar nicht. Sah zumindest aber so aus. Ah, du musst da vielleicht hoch, musst du da hoch irgendwie laufen und dann mal gucken. Hier oben ist auf jeden Fall eine Plattform. Das ist ein Sniper. Aber irgendwo höre ich noch einen. Ich sehe sie doch. Und da ist auch noch einer etwas links von dir, ja. Mann, Mann, Mann. Umständlich. Aber cool. Mann, ich habe ja so viel gemacht jetzt. Ja. So, jetzt bin ich auch mal wieder mit am Start. Ja, tut mir leid, wenn ich keine... Am Start? Die kleine unfreiwillige Pause. Einen Stromschlag bekommen, der läuft. Ja, ist das normal doch bei dir, oder nicht, dass du dich erstmal lang machst? Die Frage ist, wo spawnen die? Überall. Ja. Oh, hier unten auch. Ich schau dazu. Ich hätte jetzt Chance, ich kille Kev gleich mit, aber anscheinend geht das nicht. Ich hör mal auf jetzt damit. Warte mal. Danke. Ich hätte dich aber noch geholt, beide. Aber lass ihn doch kommen. Ich hab die doch im Griff, Jungs. So. Da. Oh, das ist eine schwere Einheit. What the fuck? Zwei Schläge! Also zwei Schläge brauchen die, um dich auszunocken. Ich sollte ja lassen, du hast alles im Griff. Alles gut. Nee, passt schon. Selbst die, die hinter mir her sind, die Jungs. Alter, ernsthaft. Und sonst würde Markus wieder einmal alles alleine machen. Wir campen da hinten auf jeden Fall, wo ich geschoben wurde, auf dem Dach, hab nicht rum.
Immer mitten in die Fresse rein. Dö, 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 dö. Es hat schon ein bisschen was von Zombie-Apokalypse. Ja, mit apropos Zombie-Apokalypse, damit hat überhaupt irgendwann mal alles begonnen bei uns. So haben wir Baby kennengelernt, so haben wir Sabrina kennengelernt, ne, World War Z. Oder Baby? Durch World War Z haben wir, oh, haben wir dich, glaube ich, kennengelernt, ne? Nö. Bei uns hat alles mit, Forest angefangen. Das heißt mit der, nee, wir haben doch damals mit World War Z gezockt, wo wir dann ja, Sabrina immer noch dazu gekriegt haben. Ja, Yvonne, oder kam Yvonne erst da ab zu Forest? Du hast die Anfang beiden doch schon lange gekannt. Ich kam später dazu bei The Forest. Da war die Gruppe von dir und den beiden schon lange bestanden. Das stimmt, was redest du da für einen Quatsch? Hast du World War Z nie mitgezockt? Nein! Okay. Ja, stimmt. Oh Gott, ich weiß es doch tatsächlich, ja. F7 sagt mir gar nicht mal was. Keine Ahnung, was du da gerade erzählst und dir zusammenspinnst. Ich dachte, es wäre so gewesen.